Das ist der junge, dynamische Herr Erkenbrecher an seinem Arbeitsplatz. Er ist Fußballtrainer beim VfL Wolfsburg und ein bisschen aufgeregt. Dabei kam sein Team, ganz in Grün, nur anfänglich gegen Union Berlin in Schwierigkeiten. Lutz Händel, den sie wegen seiner Körpergröße den Meter nennen, in seinem 555. Spiel für Union und fast mit seinem zweiten Aufstiegsrundentor. Gut, da kann man sich schon mal aufregen. Richtig bitter wurde es für Herrn Erkenbrecher in der 22. Minute. Wolfsburgs Keeper Kick hatte seine Mauer eine Idee zu weit links aufgestellt und Matthias Zimmerling ein bisschen Glück. Sowas hatte es schon lange nicht mehr bei Union gegeben. Das Team hatte in den letzten drei Spielen 0:6 Punkte und 0:11 Tore kassiert. Der Mann an der Anzeigetafel war etwas aus der Übung und Herr Erkenbrecher aufgeregt. Das ist Siggi, Nachname Reich, wirkt ganz ruhig, dabei muss er gleich Verantwortung übernehmen. Während Reich nämlich harmlos herumstand, hatte sein Wolfsburger Sturmkollege Frank Plagge sich in den Berliner Strafraum gestohlen und wurde von Union-Verteidiger Vogel unfair von den Beinen geholt, so sah es jedenfalls der Düsseldorfer Schiedsrichter Prängel. Der fällige Elfmeter, eine Sache für Siggi Reich. Der Ex-Bundesliga-Profi, vor 32 Jahren in Wolfsburg auf die Welt gekommen, schoss hier bereits sein 7. Tor in der Aufstiegsrunde. Der gefaulte Plagge wurde später von seinem Trainer Herrn Erkenbrecher geherzt, ohne es richtig zu wollen. 10 Minuten nach dem Ausgleich, wieder nach einem Berliner Foul, Wolfsburger Ekstase. Und das sahen die mitgereisten VfL-Fans. Eine Mauer, die diesmal zu weit rechts stand, und wieder ein Tor von Siggi Reich. Sein 8. in 5 Aufstiegsrundenspielen. 2:1, die Halbzeitführung, und nun begann Herr Erkenbrecher erst richtig zu leiden. Super, Silvio! Alle rein! Alle! Sein Team war weiterhin das klar Bessere in einem Spiel, das nur niedersächsische Fans richtig gern haben konnten. Es ist halt immer noch Amateurfußball. Wolfsburg verpasste es aber, aus seiner Überlegenheit Tore zu machen. Jacek Frakiewicz scheitert. Holt euch den Ball! Wie gut, dass Herr Erkenbrecher so prima Tipps hatte, sodass der VfL immer wieder gefährlich angriff. Plagge denkt, guckt, sieht seinen Kapitän an Sorge, der denkt und scheitert. Komm, zuschieben! Zuschieben! Das mit den Zuschieben hatten sie gut drauf. Es gab eine Fülle von Wolfsburger Chancen in der zweiten Hälfte. Keine ernsthafte von Union. Nur diese eine noch. Frank Plagge, über den viel nach vorne lief in der zweiten Hälfte. Der aber auch scheitert. Kurz vor Schluss. Es blieb beim 2:1-Sieg des VfL. Und Herr Erkenbrecher wusste es schon, bevor es zu Ende war. In den letzten Sekunden war der 37-Jährige die Ruhe selbst. Nur durch ganz dumme Zufälle kann der VfL jetzt noch am Aufstieg gehindert werden. Vor dem letzten Spieltag hat Wolfsburg 2 Punkte und 7 Tore Vorsprung. Und man hat ja auch immer noch Siggi Reich. Die Feier nach dem nächsten Spiel durfte noch etwas ekstatischer ausfallen.